Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Mikroabenteuer auf meinem Kanal Baseline Photography. Kennt ihr das? Ihr fahrt gefühlt Ewigkeiten über die Autobahn, um dann auf dem Parkplatz auszusteigen und dann nochmal 2 Stunden durch die Wallawoptik zu laufen. Ihr denkt, ihr werdet gleich einen richtig hammergeilen Play sehen. Ihr habt das Gefühl, ihr habt den dicken Fisch an der Angel. Unterwegs stürmt es, die Technik versagt. Ihr kommt an, guckt euch um und denkt euch, das ist jetzt etwa alles hier? Genau so eine Situation werdet ihr im nachfolgenden Video sehen, also viel Spaß. So, ich hoffe, mein Mikrofon fängt die Windgeräusche ein bisschen ab. Wir haben heute den zweiten Tag eines Sturmes, also das heißt die letzten Ausläufer, und ich habe halt kein Mikrofon-Charme dabei. Also bei einigen YouTube auch die Mikrofonkatze genannt, warum auch immer. Da vorne sehen wir schon andere Fotografen, die bei den Panzern am Start sind. Vielleicht können die uns noch mal ein bisschen weiterhelfen, weil die Dinger, die liegen hier so unmöglich weit auseinander. Das ist einfach so pervers ekelhaft. Also wir sind hier wirklich schon mehrere Kilometer gelaufen, ohne überhaupt einen Panzer gesehen zu haben. Aber einfach mal dranbleiben und gucken. So, wie man sieht, sind wir jetzt angekommen. Es ist verdammt windig hier. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Hier stehen jetzt ungefähr 5 Stunden Panzer an einem Fleck. Leute, wenn ihr erkennen solltet, was für Panzertypen das sind und was für einen Zweck die genau gehabt haben, dann schreibt es doch mal bitte runter in die Kommentare rein, weil ich bin nämlich kein Panzerexperte, aber ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr als Zuschauer ein bisschen aktiv damit bei werdet und einfach mal so reinschreibt, wenn ihr Ahnung davon habt, was für Panzertypen das sind, wie die heißen und wofür die genau da waren. Das wäre einfach mal richtig interessant. So, man sieht es jetzt wahrscheinlich, ich bin jetzt mal auf ein so ein Ding raufgeklettert und wenn wir ein bisschen gucken, ob wir mal was vom Im-Leben raufkriegen hier. Oh! So sieht das Ding also von innen aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Vorne noch so einzelne Pedale. Hier einfach mal der Munitionsschacht. Ich nenne es jetzt einfach mal Munitionsschacht. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding wirklich heißt. Oh, mal ein Stück weiter vorgehen. Ich denke mal, das hier war die Fahrerkabine. Hier sieht man noch so einen alten Sitz vorne dran. Und da sämtliche Hebel und Gerätschaften. Ja, also Leute, so sieht auf jeden Fall ein Panzer von innen aus. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte jetzt mal ganz genau hingucken. Und man sieht hier ganz genau, wie die Natur sich das einfach mal wieder zurückholt. Hier wächst noch Farn. Und anderes glüht. Oh. Ich hoffe, man erkennt einiges. Das sieht schon nicht sehr schlecht aus. Hier haben wir den Panzerturm. Da sehen wir das Abschussrohr. Ah, da wissen wir ja alle, wie das aussieht. Ne? Das kennen wir ja alle irgendwo. Ja, da drüben noch 2 weitere. Da noch einer und dahinter getarnt ist noch einer. Hier einer von den Kollegen, die heute mitgekommen sind. Moin. Moin, moin. Bei diesem wunderschönen norddeutschen Schietwetter. Der ist da vorne, auf dem ich gerade zulaufe. Das könnte vielleicht so eine Art Bergungspanzer sein, wa? Leute, liege ich da richtig, bin ich da falsch? Huch! Ich will mal gucken, ob ich da gleich mal einen Blick reinwerfen kann. Er hat auf jeden Fall keinen Raupenantrieb, sondern mit massiven Reifen hier. Oder vielleicht auch so eine Art Truppentransporter oder sowas in die Richtung. Man weiß es nicht. Und auch hier nochmal der Blick von oben in die Materie. Ja, innen drinne steht das Wasser leider und es riecht hier unheimlich nach Öl oder Benzin. Also, wer weiß, wie lange die Dinger hier schon rumstehen, aber es riecht hier halt enorm. Da machen wir jetzt nur einen Blick von oben, da möchte ich jetzt nicht reingehen. Das muss ich denn doch nicht haben. Oh. Schauen wir nochmal in die zweite Luke rein.
Das bewegt sich ja sogar noch hier. Also Panzer ist auf jeden Fall nichts für große Menschen. So viel schon mal sicher. So, hier haben wir den anderen, der so gut getarnt war. Sieht auch gar nicht mal so groß aus, das Teil. Ist auf jeden Fall schon einiges älter, die Teile hier. Spektakulär ist was anderes. Oh Leute, hier kann man sogar noch dieses ganze Fahrwerk sehen. Hier, da haben wir noch eine Menge Hebel. Ich versuche da mal eben raufzukommen. Hier, guckt euch das an. Hier sind wahrscheinlich die Steuerelemente. Gas, Bremse haben wir hier. Ich weiß nicht, wahrscheinlich die Ausrichtung für den Turm. Damit man halt genau sein Ziel richtig erfassen kann. Es ist hier wirklich windig. Ich hoffe, es stört nicht so enorm. Oh, ist das ekelhaft. Also heute ist wirklich Schiedwetter. Aber so hat das wohl mal ausgesehen hier. Ich frage mich nur gerade, ob der Fahrer da rausgucken musste. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das war natürlich als Fahrer eine richtig leichte Zielscheibe. Aber gut, so war das nochmal damals, ne? Tja Leute, das war es wahrscheinlich schon vom ziemlich kleinen Panzerfriedhof. Wir machen uns jetzt nochmal auf der Suche nach dem Rest, der hier sein soll. Wenn wir nichts mehr finden sollten, dann schaut auf jeden Fall nochmal bei meinem anderen Video vorbei. Lasst einen Daumen und ein Abo da. Wird ein kleines Video sein, kein großes Video. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also haut rein, euer Baseline Photography.